Aldemar HD. Toll. Ah. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Townsman A Kingdom Rebuild. Der ein oder andere kennt das Spiel vielleicht, gemacht von Handygames, die viele Handygames machen, aber sich jetzt ein bisschen mehr auf PC fokussieren. Also, legen wir los. Ich meine, was soll passieren? Tolles Intro, halbe Miete. Einstellungen habe ich gemacht, neues Spiel, ein neuer Anfang. Wir werden eingeleitet von Omi, nachdem der Lord vom Hofe des Königs in ein hinterweltliches Dorf versetzt wurde, übernimmt er nun die Rolle des Statthalters und lernt das verschlafene Dorf kennen. Ach, sieht das nicht knuffig aus? Ach ja. Oh Gott. Willkommen in unserem bescheidenen Dorf, Herr Statthalter. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise. Mein Name ist Frau Traude Gottlieb. Ich bin die Haushälterin hier im Schloss. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, eure Lordschaft. Oh? Oh! Ist es nicht ein wunderschöner Tag, um das Dorf kennenzulernen, während euer Diener euer Gepäck auslädt, mein Herr? Sittenguin. Ich bin noch kein einfacher Diener. Ich bin es, Statthalter, Berater und helfe Ihnen mit den schwierigen Aufgaben, die ihn täglich erwarten. Na, wie auch immer. Okay. Es ist jetzt ein Tutorial, ja? Okay. Oh. Beizeloleko. Hier steht unser Brunnen. Er ist etwas alt und reicht gerade noch für das Dorf. Ja, ich bin nicht so gut im Lesen. Aber wenn er mehr Bewohner zu uns ziehen sollten, dann werden wir bald wohl einen neuen errichten müssen. Ich meine, okay, also brauchen noch einen Brunnen. Beizeloleko. Dies ist unsere Fischerhütte. Im Moment ist sie unser einziger Nahrungslieferant, da vor kurzem unsere Windmühle bei einem Brand zerstört worden ist. Vielleicht könnten eure Lordschaft dies ja bald ändern. Oh, wunderbar. Ich hasse Fisch. Er hasst Fisch. Oh, guck mal, wie hübsch. Meine Güte. Wollt ihr nur? Das Schloss ist euer Heim, mein Lord. Zusätzlich ist es das wichtigste Lagerhaus des Dorfes. Ha? Das klingt sehr nach Siedler. Besonders Siedler 1. Ja? Deswegen wollte ich das unbedingt mal spielen. Immer schon mal. Und jetzt die neueste hier. diese müsste fürs Erste als Rundgang reichen. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit, mein Herr. Sehr gut. Darf ich jetzt arbeiten? Also, das Coole ist, man kann hier wieder Straßen bauen. Das fand ich immer ziemlich cool. Werkzeugleiste, bla bla bla. Es geht weiter. Und gut, dass die Bewohner uns nicht mit Mistgabeln und Fackeln empfangen, mein Lord. Nach der Eskapade an des Königshofe können wir froh sein, dass wir nun hierher versetzt wurden. Mein Herr, wir hätten auch in den Kerker geworfen werden können. Ich meine, wir sind in einer scheiß Burg. Sei froh. Sieht nur, dort kommt jemand mit einem Anliegen. Es gibt bestimmt schon etwas für euch zu tun, mein Lord. Ömchen. So, neue Aufgabe. Etzikumidine. Was ist jetzt los? Nun beruhige dich erstmal, Jungchen. Oh, das habe ich ja nicht gesehen. Am Schloss haben wir einige Arbeit, die im Moment nicht benötigt werden. Arbeiter, die im Moment nicht benötigt werden. Ich habe gesehen, wie sie nur am Herumlungern waren. Ja, blöd. Träger wahrscheinlich. Vielleicht möchte unser neuer Statthalter uns die Ehre erweisen, einen der Arbeiter im Schloss anzuweisen, seinen Beruf dort aufzugeben. Warum aufgeben? Ah, hier. Wähle ein Gebäude aus und weise einen Arbeiter ab. Wähle das Gebäude aus und weise... Also, ziehe einen Arbeiter vom Schloss ab. Ah, schließe alle Aufgaben ab. Also, wir sollen einen abwerben vom Schloss. Nein, ich will keine Straßenbahn. So. Ah. Um einen Arbeiter freizustellen, stelle wähle das Schlafensymbol aus. Ah. Also, ach so, das sind Träger wahrscheinlich einfach nur. Okay. Was haben wir? Mission erfolgreich! Ah, guck mal. Ist das hübsch, oder? Ah, meine Güte. Bin gespannt. Freiarbeiter werden hier angezeigt. Okay. Und Zombies auch. Oder was auch immer das da drunter ist. Sieht aus wie Zombies. Hinweis schließen. So. Mein Herr, damit alle Gebäude optimal arbeiten können, werden mehr Arbeiter im Dorf benötigt. Hierfür benötigen wir allerdings mehr Wohnhäuser. Okay, Wohnhäuser. Baue ein Wohnhaus.
Okay, wir bauen ein Wohnhaus. Ich denke mal, das hier unten. Ist das ein Wohnhaus? Das ist doch ein Turm. Keine Gebäude diesen Typs vorhanden. Baue ein Wohnhaus. Das sind noch Wohnhäuser hier. Keine Gebäude dieses Typs vorhanden. Da steht auch nicht was. Gebäude. Einführung. Gebäude. Im Baumenü blablabla. Wir wollen keine Exekubidie. Exe. Gebäude. Es fehlt irgendwie... Ist so ein Tooltip. Wenn man mit der Maus da drüber geht. Abreißen, nein. Also wir haben hier einen Turm. Dann haben wir hier das und noch einen Wachturm. Und das war's. Ich glaube, wir sind im falschen Baumenü. Ah, hier unten. Da. Nee. Das ist das Baumenü. Ah. Da, Wohnhaus. Bauen, produziert, steuern. Wohnhauskapazität 2. Okay. Ist die Frage, wo wir die hinbauen. Hier oben hin, wenn das noch geht? Nee, es geht leider nicht. Hier. Sonst, ist die Frage, ob wir das irgendwie besonders irgendwo... Ah, hier. Stadtzentrum, Dorfzentrum, wollte ich sagen. Aha. Aha. Ein Moment. Bis zu 2 Arbeiter können ein Gebäude errichten. Sie transportieren die Rohstoffe nach und nach vom Lager zur Baustelle. Okay. Baustellen können selbst dann errichtet werden, wenn die notwendigen Ressourcen nicht im Lagerhaus vorrätig sind. Das kennen wir ja. Solche Spiele sind immer ziemlich zeitlos, finde ich. Okay, wir haben ja nur einen, der jetzt noch irgendwas liefert. Oder ist jetzt der, den wir abgewählt haben? Zum Arbeiter geworden. Das kann ja sein. So, wir haben keinen, der nichts tut. Haben 4 Einwohner. 1, 2, 3. Das sind echt nur 4 Leute hier im Dorf? Das... Guck mal, er geht angeln. Das ist die Frau. Ich glaube, es sind nur 4. Guck mal, er bringt Schatztruhen dahin. Und verbuddelt sie. ...15% Waren. Fisch, Fleisch, Brot. Geld. Dingensbummens. Guck mal hier. Ist das ein Questboard? Haben die auch Namen? Oh, schade. Komm, wir machen erstmal schnell. Damit er das baut. Vorzüglich, mein Herr. Genügend Arbeiter zu haben, damit alle Arbeitsplätze besetzt sind, ist sehr wichtig für unsere Wirtschaft. Ja, sag mir das. Du hast mir doch geholfen, schon hierhin zu versetzt zu werden. Vielleicht sollte ich nicht auf ihn hören. Also unter Aufgaben Belohnung einholen. Ah. Einlösen. Folge den Anweisungen der Haushälterin. Die Hexe. Omi. Was denn hier explodiert? Damit wir Bretter für den Bau des Gebäudes herstellen können, benötigen wir eine funktionierende Forsthütte, mein Herr. Ah. Weise dem Gebäude einen Arbeiter zu. Wir haben doch kaum noch Arbeiter. Wir machen das einfach mal. Achso, wir haben ja die neue Hütte gebaut. Mein Herr, es ist sinnvoll, die Forsthütte zu reparieren. Umso mehr ein Gebäude verfällt, desto geringer ist dessen Produktivität. Das Gebäude kann sogar zusammenbrechen oder ein Feuer kann ausbrechen, wenn es nicht von Zeit zu Zeit repariert wird. Muss ich das selber reparieren oder kann das nicht? Aktion reparieren. Ich hoffe, ich muss das nicht immer selber machen. Rechtsklick des Gebäudes öffnet den Schnellmenü. Sehr gut, es wäre ratsam, immer ein Auge auf die Gebäude vom Dorfe zu haben. Je dunkler ihre Fassade wird, desto geringer sollten sie repariert werden. Ah, ich muss das doch selber machen. Eine Sägemühle sollte errichtet werden. Somit könnten wir Bretter aus Holz herstellen, welche beim Bau von Gebäuden verwendet werden. Okay. Sägemühle bauen. Anweisung aus. Okay, Sägemühle bauen. Großes Wohnhaus, Straße. Ah, hier. Sägemühle. Bauen. Sägemühle. Kommen wir... Hier oben sieht die bestimmt super aus.
Frivolk, gib's zu Kess. Nee, wir wollen aber nicht löschen. Ey! Ach, ich soll die dahin bauen? Warum sollte ich die denn abreißen? Boom! Okay. Bauen! Bauen! Wer redet da? Oh, guck mal, hier ist Fisch! Also, sie folgen nicht nur den Wegen. Man kann, aber sie kürzen auch ab. Okay, das ist gut. Sehr schön, sehr schön. Hey, hey, hey! Okay. Da muss das jetzt erstmal gebaut werden. Also ich spiele ja ungern auch schnell, aber jetzt müssen wir sowieso nur warten, bis das fertig ist erstmal. Bretter. Wo werden die denn eingelagert? Mein Gott, der hasst aber auch Bäume. Hey, man. Jetzt schon vergräbt er keine Kisten mehr. Sehr gut, Herr Statthalter. Die Sägemühle ist eine wichtige Voraussetzung für weitere fortschrittliche Gebäude. Bin ich jetzt der Statthalter oder du? Forschung! Mehr Steuern. Das willkommen in der Politik. Wir forschen heute und diskutieren mehr Steuern, ja. Nimmt den Menschen und gibt es den Politikern. Herzlichen Glückwunsch! Du hattest deinen ersten Stufenaufstieg. Jedes Mal, wenn du eine neue Stufe erreichst, schaltest du neue Forschungsmöglichkeiten frei. Diese zu erforschen verbessert alle deine Städte. Okay, alle meine Städte? Scheiße. Herr Statthalter, überarbeitet euch nicht an euren ersten Tag. Außerdem ist es ein Mahl im Schloss ausgerichtet. Ist ein Mahl im Schloss ausgerichtet, Entschuldigung. Ihr solltet für heute Feierabend machen und etwas essen. Tut mir leid, ich rede so schnell, aber ich bin auch total verwirrt von meiner Allergie. Abgeschlossen, mehr Steuern einlösen. Zack, wollen wir essen? So. Hagida! Guck mal hier, hab ich einen Wäscheständer gebaut. Guck mal, hier ist alles explodiert, was ist denn hier los? Ah, Szenario abgeschlossen. Nächstes Szenario. Tada! Townsman. Ja. Freunde von früher. Einführung Kapitel 2. Nun stehen Sie doch auf, mein Herr. Ihr könnt doch nicht bis mittags im Bett bleiben. Das klingt ganz besonders nach mir. Wieso ist das so teuer? Ihr habt Besuch bekommen. Ein Adliger ist im Schlosshof und erbittet eine Audienz. Er sagte, dass ihr euch von des Königs Hofe kennen würdet. Eine Zitadelle. Einen guten Morgen wünsche ich euch, Statthalter. Erinnert ihr euch an mich? Wir hatten am Hofe des Königs das Vergnügen. Trauere Endor? Trauere Deule, hä? Wissen die Dorfbewohner eigentlich, dass ihr vom Hofe verbannt wurdet? Ich denke, sie wären sehr enttäuscht, wenn sie dies erfahren würden. Französisch passt besser. Oho. Das habe ich mir gedacht. Nun gut, euer kleines Geheimnis ist bei mir sicher. Vorerst, ich wünsche, Sie können ja kein Haar sprechen, einen guten Tag. Mein Herr, die Dorfbewohner davon erfahren, dann werden wir bestimmt in den Kerker geworfen. Ich weiß, mein Herr, wir haben das Geld nicht genommen. Alle Anschuldigungen waren erfunden, aber nur der Adlige und wir wissen davon. Dieser Mann könnte uns erpressen. Wir sollten sehr vorsichtig vorgehen. Na toll, sag nicht, dass das jetzt einer bei mir, der mich immer ausnutzt. Guck mal, hier ist ein Hahn. Lords, es warten noch einige Dorfbewohner mit Anliegen im Audienzraum. Bitte folgt mir. Ich denke, es wird um die Nahrungsversorgung des Dorfes gehen. Herr Statthalter, ich bin der hiesige Bauer. Ich besitze den Hof am Fuße des Berges. Seit die Windmühle letzten Frühling abgebrannt ist, ach so, nicht explodiert,
wird mein Getreide nicht mehr zum Mehl verarbeitet. Es wäre mir ein großes Anliegen, wenn sie wieder aufgebaut werden könnte. Laut Statthalter nennt, dem Dorf fehlt es an Nahrungsmitteln. Unsere einzige Fischernde reicht nicht aus, um das wachsende Dorf zu versorgen. Und der Winter naht. Ich empfehle die Produktion von Brot. Okay, ich wollte den Satz zu früh beenden. Meine Güte, kann ich auch mal arbeiten? Die wischen mir ja den Po hier ab. Nun, hier stand bis vor kurzem unsere Windmühle. Sie wurde vom Blitz getroffen und brannte ab. Vielleicht sollten wir einen Feuerwachturm errichten lassen, damit so etwas verhindert werden kann. Oh. Na wunderbar, dieses Dorf ist eine Todesfalle. Okay, kann ich jetzt bitte arbeiten? So, ja, wir bauen eine Mühle. Muss ich die denn da hinsetzen? Ich würde sie eher... Obwohl, das ist ja schon in der Nähe. Okay, ich finde das cool, dass sie so Felder haben. Windmühle. Bauen! Ja, genau auf die gleiche Stelle. Wer ist denn so hohl? Cool, setz die lieber hier hin, oder? Geht das überhaupt? Na gut, da sitzen wir hier. Ist sowieso nur das Tutorial. Ach ja. Dann mal schnell vorwärts und warten wir. Tekia, Heli. Na toll. Feuer! Mein Herr, Feuer, Feuer, mein Herr! Oh, das ist zu hell. Ein Feuer ist ausgebrochen. Haben wir denn keinen Feuerwachturm im Dorf? Ups, ich hab die Mühle gebaut, ne? Scheiße. Kacke! Ich trottel. Was denn hier? Scheiße. Ich sollte doch erst den Feuerwachturm bauen. Feuerwachturm, da. Ah, hier wird gezeigt, was das alles abdeckt. Okay. Der Feuerwehrmann kann nur Gebäude löschen, die im Einzugsbereich seines Turmes liegen. Okay. Können wir irgendwie sagen, Priorität? Schnell bauen. Kostet 15 Kronen? Oh, was sind denn Kronen? Mein Herr, es mangelt an Steinen, um fortschrittliche Gebäude zu errichten. Ihr solltet vielleicht einen Arbeiter im Bergwerk einsetzen. Auf diese Weise wären wir in der Lage, die Rohstoffe selbst herzustellen. Ah, okay. Gebäude ohne Arbeiter sind inaktiv. Weise ein Arbeiter. Im Kontextmenü in Baustelle kann dieses sofort fertiggestellt werden. Wir haben keine Zeit, mein Herr. Ihr solltet etwas Prestige verwenden, um den Feuerwachturm sofort fertigzustellen. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Sowas finde ich eigentlich immer ziemlich doof. Na gut, dann wohnst du mir Prestige. Das war... Bam. Tada! Ja, wird auch gelöscht. Wir haben noch einen Arbeiter. Wir können doch hier... Zack, bumm. Zack, schnick, schnack. So, jetzt müsst ihr eigentlich direkt löschen gehen. Feuer löschen. Hey! Mein Lord, wir haben keinen freien Arbeiter mehr. Wir sollten in Erwägung ziehen, ein weiteres Wohnhaus schnell bauen zu lassen. Für den Bau ist es möglich, kurzfristig einen anderen Arbeiter abzuweisen und eine Baustelle anzuweisen. Zusätzlich ist es möglich, eine Baustelle mit vorhandenem Prestige fertigzustellen. Dies ist im Kontextmenü der Baustelle möglich. Okay, wir bauen ein neues Wohnhaus. Ein Gewitter zieht auf. Ah, toll, was ist denn los? Aber es löscht jetzt auch das Feuer. Guck, da sind die Feuerlöscher. Hab Dank, Milord. Ihr seid ein wahrer Lebensretter. Guck mal, hier sind noch Schilder. Hier wurde auch gekämpft. Guck, hier sind Schwerter. So, okay. Jetzt kann ich doch mal... Wir haben zwei abgeschlossen. Kriege ich Prestige durch erfolgreiche Abschließen der Quests? Oder wie schließt sich Prestige auf? Ich hoffe nicht, dass man die kaufen muss. Dann wäre ich sauer. Aber ich sehe das nicht. Deswegen können wir die Frage noch nicht beantworten. Okay, so, weiter geht's. Oh, guck mal, die hat die Fische. Ein Gewitter zieht übers Dorf. Ja. Da ist alles gelöscht. Dakon ist ein Katzilein, guck. Oh. Miau, miau. Oh, ist auch alles abgebrannt. Wohl nicht mehr als die Mühle nur abgebrannt. Ha! Jevita.
Wo hier wird nochmal geforscht? Ich forsche doch gar nicht mehr. Hä? Ich habe doch gar nicht mehr geforscht. Gebäudelager sind voll. Was? Oh. Warte, wir kriegen jetzt bestimmt eine neue Aufgabe. Wir haben die Mühle gebaut. Bau ein Wohnhaus. Genau. Wohnhaus. Hä, wir haben doch hier ein Wohnhaus schon hingebaut. Ist das abgebrannt? Oder ist es verschwunden? Machen wir es nochmal. Sollen wir es bauen lassen? Wir haben einen Arbeiter zu wenig. Wir können auch Prestige benutzen. Ist sowieso nur das Tutorial. Was soll's? Nee, haben wir nicht. Doch, hier. Hehehe. Zack, neue Bewohner. Sind auch schon da. Aufgabe abgeschlossen. Moorhuhn. Ah. Guck mal hier. Sehr gut, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Nun können wir das Getreide zu etwas Essbarem weiterverarbeiten. Mit einer Bäckerei können wir Brot backen. Der Bauer ist sehr dankbar für den Bau der Windmühle, Lord. Er hat einige Rohstoffe als Belohnung für euch hinterlassen. Für Belohnung für mich? Das gehört sowieso mir. Jeder Zehnt, meine Güte. Wie sehr ich das... Guck mal, hier kriegen wir Prestige. Alles gut. Das ist sehr gut. Prestige ist eigentlich ganz nett, wenn man mal ein Dead End hat. Also ihr habt ein Problem und ihr könnt das nur so lösen. So kann man halt, wenn man Scheiße baut, das Problem halt lösen. Wie gesagt. Okay, Nahrungsknappheit. Bau ein Wohnhaus. Einlösen. Forschung. Wo ist denn die Forschung? Da oben. New. Reduziere Feuergefahr. Bam. Brandschutzverordnung nennt man das auch. Die Windmühle produziert aus Getreide Mehl. Damit sie optimal ausgelassen ist, sollten mehrere Bauern sie mit Getreide versorgen. Okay, da brauchen wir noch einen Bauer. Wenn ihr so freundlich wärt, eine Bäckerei zu bauen, dann könnten wir damit anfangen, Brot zu produzieren. Ich kann hier nicht mehr wegdrücken. Nein! Bitte nicht abstürzen! Oh nein. Komm schon. Ah, Gott sei Dank. So, okay. Dann brauchen wir... Warte mal, was sollen wir jetzt tun? Guck mal, hier ist... Oh, ach so, da können wir... Ja, hier, zack. Okay, und eine Bäckerei brauchen wir. Bäckerei. Aber die sollen in die Nähe. Komm, wir tun die hier hoch. Ah, das geht auch noch nicht. Oh, jetzt haben wir Steuern. Ah, sehr gut. Also da ist das Mehl. Kommt die Bäckerei. Wenn ich doch da diesen einen... Ja, ist schon ein bisschen blöd. Komm, wir machen Abriss. So. Bäckerei. So. Um eine Baustelle schneller zu bauen, könntet ihr einen zweiten Arbeiter zuweisen, mein Herr. Keine Arbeiter dafür verfügbar. Wir haben doch eben ein Wohnhaus gebaut. Wo sind die denn alle hin? Wir haben drei Leute dadurch bekommen, oder? Wohnhauskapazität. Oh, die ist sauer. Was ist los? Was habe ich denn gemacht? Oh, jetzt grinst sie wieder. Frauen. Oh, er auch. Achso, die haben alle kein Essen, ne? Das ist scheiße. Dann müssen wir noch ein Wohnhaus bauen, glaube ich. Aber das ist ein Problem. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen... Naja. Da. Komm, machen wir schnell Prestige. Wenn wir nachher selber spielen, dann müssen wir das, glaube ich, nicht so oft machen. Hoffentlich. Ach, sind mal zwei und zwei Frauen natürlich. Ja, natürlich. So, und dann brauchen wir schnell die Bäckerei. Die müssen wir auch schnell fertig stellen.
Bam, warum nicht? Wir haben die Prestigepunkte. Gebäudelager voll. So, jetzt haben wir den Bäcker. Aber es wird bestimmt nicht direkt aufgefüllt. Guck mal, 13 Fisch, 12 Dingens, aber kein Brot. Okay. So, Quest abgeschlossen. Now Snap müsste jetzt ja gelöst sein, oder? Wir müssen die Bevölkerung gut ernähren. Das Letzte, was wir nun brauchen, ist eine hungernde Bevölkerung. Also benötigen wir genügend Brot auf Lager. Brot auf Lager. Ja, es muss erstmal angedingst werden. Gucken wir mal, ja? Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit Townsmen A Kingdom Rebuild. Wir sind dabei, Brot zu backen, weil wir müssen unsere Nahrungsmittelversorgung hochdrehen. Ich überlege, ob ich einen neuen Bäcker anstelle oder erstmal nochmal ein Haus baue. Aber da müssen wir schon wieder ein Haus bauen. Und ich muss mal gucken, was ist denn Mehl, ob die Mehlproduktion überhaupt richtig anläuft. Ich habe einmal einen neuen Träger hinzugetan. Also Fleisch haben wir 7, Brot haben wir 7, haben wir einen Jäger, Trauben 0, Mehl 1, Weizen. Das muss jetzt erstmal alles ein bisschen... Komm, wir lassen mal schnell laufen. Mehl benötigt. Ah, weniger Feuergefahr, genau. So, dann guckt erstmal. Das läuft immer noch nicht so gut. Also, oh ja, holt das auch selbst ab. Ah, guck mal, siehst du, das hätte ich dahin bauen müssen oder dahin. Er läuft auf jeden Fall selber zur Mühle und holt das Mehl. Mehl benötigt. Wie sieht es denn mit Weizen aus? Haben wir genug Weizen? Weizen haben wir 16. Okay, pass auf, dann stellen wir noch einen Müller ein. Gebäude ausbauen um... Ah, können wir es denn schon ausbauen? Nee. Geht gerade nicht. Okay, dann müssen wir vielleicht noch eine Mühle bauen. Weil jetzt muss das mit dem Brot muss ja irgendwie mal... Wir haben einen Fischer. Dann gucken wir mal. Brunnen. Windmühle. Vielleicht bauen wir erstmal noch ein Haus. Aber man muss halt gucken. Nicht, dass wir zu viele davon bauen. Ich mache jetzt nicht schon wieder Prestige. Einen Bauarbeiter müssten wir ja noch haben. Ja, da. Einen haben wir noch. Gott sei Dank. Aufgabe abgeschlossen. Das hat funktioniert. Produziert Brot. Sehr gut, das hat funktioniert also. Dann haben wir doch alles richtig gemacht. Oh, jetzt haben wir auf einmal 13 Brot. Nun ist unsere Produktionskette für Brot komplett. Nahrung wird vorerst kein Problem mehr darstellen und wir können uns darauf konzentrieren, das Dorf auf den Winter vorzubereiten. Sehr gute Arbeit, Lord. Das Dorf ist für den Winter vorbereitet. Die Dorfbewohner werden überglücklich sein, wenn sie davon erfahren. Frau Gottlieb hat ein Festmahl für euer Ehren vorbereitet. Bitte kommen Sie mit mir. Okay, ein Festmahl. Dann. Hey, come in. Szenario abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen, indem du alle Aufgaben erfüllt hast. Ach, sehr gut. Okay, Leute, das war's von mir. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Townsmen A Kingdom Rebuild. Dann kommt's endlich mal zum richtigen Scharmützel. Ihr wisst, was ich meine. Haut rein, Leute.